Es ist schon verrückt. Jedes Mal, wenn die Gelb-Schwarzen rot sehen, dann werden sie blass. Kaiserslautern 8:0 Punkte, 10:2 Tore, die Bilanz gegen die Dynamos. Keine andere Mannschaft in der Bundesliga hat das bisher geschafft, noch keinen Punkt gegen Dresden abzugeben. Wieder mit dabei im Bundesliga-Geschäft Schiedsrichter Manfred Führer nach seinem Freistoß-Fauxpas von Bremen durfte heute wieder pfeifen. Die besten Wünsche von Stefan Kunz an Detlef Schössler, den Captain der Dresdner, die auf Pilz verzichten mussten. Und bei den Lauterern fehlte Andy Brehme, der sich im Leverkusen-Spiel eine Zerrung geholt hat und den Doc in München heute Abend konsultierte. Die Dresdner in Gelb-Schwarz von links nach rechts machten gleich ordentlich Druck, versuchten sich erst gar nicht in die Defensive drängen zu lassen. Und die Kaiserslauterner, die hielten dagegen, wollten ihre blütenweiße Weste gegen Dresden selbstredend natürlich hier behalten. Einwurf für die Dynamos, das ist Olaf Marschall. Bei ihm sein Schatten, Wolfgang Funkel. Einwurf, Kmetsch. Rad und Marschall! Ein Marschall schießt halt schnell. Nach 48 Sekunden das 1:0 für Dynamo Dresden. Schneller hat in dieser Saison nur Harald Spörl vom HSV getroffen. Der brauchte 39 Sekunden. Das fünfte Tor des Dresdeners. Und jetzt war die große Frage, wie würden die Lauterer diesen frühen Rückstand wegstecken? Die Dresdner, so hat es zunächst den Anschein, konnten mit dieser 1:0-Führung gar nicht so recht was anfangen. Der FCK machte das Spiel. Sforza, 2 Minuten nach dem 1:0. Da hätte er mehr draus machen können, will sagen müssen. Katlec noch einmal. Friedrausch auf der Bank. Zusammengekniffen die Lippen. Kranz, der mal 5 Jahre beim FCK kickte. Und wieder dieser Olaf Marschall. Wo war Funkel? Nicht da. Katlec, da kommt Funkel. Immer noch Marschall. Wagner. Und das Spiel halt mit 3 Kaiserslautern. Rumkreisel. Olaf Marschall, das hier ist er nicht. Das ist Uvijenić. Hier sehen wir es noch einmal. Der Marschall-Kreisel. Er war in der ersten Halbzeit von den Lauterern nicht zu stoppen, dieser Olaf Marschall, der nach 48 Sekunden ja schon getroffen hat. Die Lauterer fanden jetzt so langsam zu ihrem Spiel. Mitch. Kunz. Immer noch Kunz. Kunz. Und ein Kunzschuss. Das 1:1 nach 13 Minuten. Ja, meine Güte, liebe Dresdner. Warum hat denn keiner diesen Stefan Kunz angegriffen? Er hat natürlich auch seinen Anteil an dem Treffer, denn René Müller stand gut und gerne 1-2 Meter zu weit vor seiner Kiste. Aber dass der Ball dann so einschlägt, das kann er natürlich auch nicht ahnen. Bingo nach 13 Minuten, der Ausgleich. Noch einmal. Keiner griff ihn an und dann schießt er halt. Von den letzten 5 lauterer Treffer hat Stefan Kunz 4 Stück erzielt. Sowas nennt man dann wohl einen Lauf. Und jetzt war natürlich die Frage, wie würden die Dresdner diesen relativ zeitigen Ausgleich wegstecken? Die Antwort, bestens. Stevic, Ehrmann. Da wollten einige schon den Ball im Tor gesehen haben, aber er war nicht über der Linie. Unsere Zeitlupe wird es noch einmal verdeutlichen. Der Schuss abgefälscht und Ehrmann macht sich ganz lang, aber vor der Linie. Schiedsrichter Manfred Führer hat richtig entschieden. Dann wieder der FCK. Im Mittelfeld hatten sie eigentlich genügend Platz. Dresden ließ sie spielen und konterte dann immer wieder. Wieder über Marschall. Und die Riesenchance für Kranz. Noch einmal. Haarscharf. Haarschärfer geht's fast nimmer.
Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn er sie gegen seine alten Kumpels getroffen hätte. Das Ganze nach etwa einer halben Stunde. Und wieder die Dresdner. Einen erfrischenden Fußball spielten sie heute Abend. Nach vorne war die Devise. So soll es sein. Mauksch, Kranz, und da ist es doch. Das 2:1 nach 37 Minuten. Und schauen Sie, wie er sich freut. 57 Mal hat er für den FCK gespielt. Von 1987 bis 92. Und jetzt gegen seine alten Kumpels macht er für Dynamo Dresden das 2:1. Und da kann sich der Gerry Ehrmann lang machen, wie er will. Da kommt er beim besten Willen nicht ran. Freudensprünge des Markus Kranz. Jetzt waren also wieder mal die Lauterer am Zug. Aber zunächst wieder die Dynamos. Schnell machen sie das Spiel. Marschall, der mit Abstand beste Mann in den ersten 45 Minuten auf dem grünen Geläuf. Freude bei den Fans und auch Präsident Otto mit entspannten Gesichtszügen auf der Tribüne. Die zweite Halbzeit, Fuchs bei Kaiserslautern für Funkel im Spiel und bei Dynamo Dresden Pengsa für Piotr Novak alias Peter Keller. Da sind die Lauterer. Sforza! 53. Minute, klare Sache, die Lauterer mussten jetzt was tun und sie taten was. Kunz, etwas zulässig. Schöner, weiter öffnender Pass auf Pengsa und er ist schnell. Ritter bei ihm. Und Ehrmann geschickt den Winkel verkürzt. Ob er in das Trikot noch reinwächst? Marek Pengsa. Noch einmal gewinnt das Laufduell gegen Thomas Ritter. Aber dann Gerry Ehrmann mit dem rechten Knie. Wieder die Dynamos. Spielten einfach klasse heute Abend. Foul an Kmetsch. Entscheidet Schiedsrichter Führer. Bei Freistößen bleibt er jetzt immer beim Ball stehen. Man weiß ja nie, was passiert. Hier sehen wir es noch einmal. Kann man geben. Stevic. Und Nils Schmäler. Das 3:1. Gerry Ehrmann im Tor schaut interessiert zu, wie Nils Schmäler hochsteigt und den Ball versenkt. Noch einmal vorbildlicher Kopfball. Das dritte Tor der Dresdner in diesem Spiel. Man bedenke, in den vorangegangenen 4 Heimspielen hat es man gerade zu 4 Treffern insgesamt gereicht. Noch einmal Schmäler hier, schneller als Eriksson und keine Möglichkeit mehr für Gerry Ehrmann. Das beflügelt natürlich Pengsa. Weiter geht's, sagt Schiedsrichter Führer. Würden sich die Lauterer aufgeben? Markus Marin mittlerweile mit in der Partie und da vorne mit der 12 Uwe Fuchs. Siege Held schaute mal kurz, ne? Was macht der Kollege Rausch? Der saß da und fand's zum Gähnen. Stefan Kunz. Und da haben sie ihn, den angesprochenen Marin direkt, jawohl! Warum auch nicht? Das war es nämlich, was die Dresdner heute Abend auszeichnete. Sie spielten direkt und schnörkellos. Da sind sie wieder. Mit Stevic. Marschall. Da will er sie übertreiben, da will er durch zwei durch. Rad, brasilianisch. Und Gerry Ehrmann. Sie suchten den direkten Weg zum Tor, schossen auch mal aus der zweiten Reihe. Das hat Spaß gemacht, heute Abend den Dynamos zuzuschauen. Und die Dresdner machten ihn missmutig.
Der FCK fand einfach kein Rezept. Cutledge, den hielt jetzt auch nichts mehr hinten. Ding mit nach vorne. Ja, anstatt mal zu schießen, nein, noch einem spielen. Ball nach außen, auch nicht verkehrt, aber sehen Sie, was dann rauskommt. Sie haben halt auch erst 4 Tore zu Hause kassiert, die Dresdner. Ihre Abwehr steht. Und Karneval in Dresden zu Recht. Die Fans durften mit ihrer Mannschaft mehr als zufrieden sein. Hackentrick, jetzt gaben sie alles. Ein Pfund von Kmetsch. Und Gary Ehrmann ist wohl immer noch dabei, sich die Finger zu kühlen. Das war's, die letzte Szene in der 80. Minute. Kaiserslautern verliert mit 3:1 in Dresden zum ersten Mal. Und das ist der 1000. Minuspunkt, den sie sich heute hier geholt haben, seitdem sie in der Bundesliga sind. Jubel bei den Anhängern und Markus Höhner. Hast du überhaupt schon mal so ein frühes Tor geschossen? Nein, sicher nicht. Ich meine, das war, glaube ich, nach ein paar Sekunden Einwurf. Und was schätzen Sie denn? Nach wie vielen Sekunden? Ja gut, vielleicht 50 Sekunden oder so. Oh, das war sehr genau. 48 war es. Ja gut. Ich meine, sicherlich war es wichtig. Ich meine, der Nackenschlag mit dem 1-1 haben wir wieder weggesteckt und haben dann 2-1, 3-1 gemacht. Und ich glaube, wir haben verdient gewonnen heute. Und Rolf-Jürgen Otto dürfte sich auch freuen. Sportliche Erfolge stärken halt jeden Präsidenten. Egal, was im Umfeld so alles über ihn gemunkelt wird. Ja, es klappt ja doch noch gegen den ersten FC. Und wir haben heute hier angeknüpft, obwohl wir auch einen Durchhänger hatten nach dem 1-0, bis wir mit dem 1-1 bestraft wurden und ja, Gott sei Dank noch rechtzeitig aufgewacht sind. Friedel Rausch, die Ansprüche wurden ja sehr hochgestellt unter der Woche. Da hörte man auch das Wort Meisterschaft und so weiter. Aber was wir eben gesehen haben, waren zum einen in den Zweikämpfen Defizite und auch so viele Einzelaktionen. Woran lag's? Naja, die Meisterschaft, das ist noch ein sehr weiter und ein langer Weg, aber meine Spieler haben davon gesprochen. Ich glaube, man soll auch in gewissen Dingen das Selbstbewusstsein haben und davon sprechen. Aber wir haben das Spiel heute schon in der ersten Minute verloren. Da hat sich's gezeigt, dass wir nicht konzentriert waren, dass wir nicht energisch genug in diese Zweikämpfe hineingegangen sind und sind zwar noch zum Ausgleich gekommen durch eine Energieleistung vom Stefan Kunz, aber wir haben viele Zweikämpfe verloren. Es war heute nicht unser Tag und Glückwunsch an Dynamo, die auch technisch sehr gut gespielt haben und schlussendlich verdient 3:1 uns geschlagen haben. Sigi Held, wie ist denn das mit den Erinnerungen an die großen Anfangszeiten der Fußball-Bundesliga? Haben Sie mal direkt gegeneinander gespielt? Ich meine, Friedel Rausch, Sie waren Verteidiger. Nein, ich glaube, wir haben nicht gegeneinander, direkt gegeneinander gespielt, obwohl wir einige Male, ja, uns aus weiterer Ferne gesehen haben auf dem Spielfeld. Friedel Rausch, können Sie sich noch an ein großes Spiel erinnern, so aus den 60er Jahren? Ja, das war ja oft gegen Dortmund. Ich habe gegen Sigi eigentlich nicht direkt gespielt. Ich habe auf der anderen Seite gespielt. Mein Gegenspieler war meistens der Lothar Emmerich. Und es war dieses legendäre Spiel, wo mich der Hund gepackt hat. Das war ja in Dortmund und da wird man immer wieder dran. Daraufhin angesprochen und wir haben aber auch so nette Stunden miteinander verlebt. Wir haben uns oft gesehen, oft getroffen und ich freue mich für den Sigi, dass er jetzt hier wieder erfolgreich arbeiten kann und ich hoffe, dass meine Mannschaft aus den Fehlern, die wir heute begangen haben, gelernt hat. Sigi, letzte Frage muss ich noch stellen. Es kam so die Meldung rüber, dass heute in der Halbzeit die Einnahmen gepfändet wurden. Haben Sie denn Ihr Gehalt bekommen von Dynamo Dresden in letzter Zeit? Ja, wie gesagt, das müssen irgendwie Nachfolger der Gebrüder Grimm gewesen sein, die das verbreitet haben. Es ist ja eine schöne Geschichte sicher, aber wie ich gehört habe, nicht zutreffend. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen beiden ein schönes Wochenende. Schöne Grüße nach Dresden. Okay. Danke schön. Tschüss. Merci. Ciao.